Und herzlich willkommen mit dabei, Strategy Command. Erster Weltkrieg, mehr Spieler gegen General Honigblume. Mal sehen, irgendwann werden die in Frankreich ja auch ihre Kanonen haben. Hätte ich es jetzt nicht laut sagen dürfen, oder? Er klärt ja das ein bisschen auf, aber sie schießen noch nicht. Gut, die Abteilung wird draufgehen, aber die zieht zumindest Angriffe aus sich. Damit die Einheit dahinter hoffentlich überleben kann. Jetzt umgeht er da, also wir brauchen da dringend jemanden, der irgendwie aufpasst. Der Reiter da reinzustoßen. Okay, da wird auch erstmal ein bisschen geheilt. Ein wenig an der Formation. Und evakuiert Basra. Oh, dann wären wir an der Ecke ja zumindest auch fertig. Ja, das Hauptquartier wurde ja schon letztes oder vielleicht auch schon vorletztes Mal ein bisschen zurückgeschickt, aber trotzdem hat sehr viel Weg durch die Wüste gebracht. Für im Endeffekt auch nichts, aber naja. Hätte man ihn gebraucht, wäre er unterwegs gewesen, aber so kann er auch erstmal zurücklaufen, genau wie die Truppen hier. Ist ja auch gut zu wissen, dass man das hat. Und dann nehme ich mal an, dass die Flotte im Hintergrund noch zurück Richtung britischer Häfen geschoben wird. Den Abschusszahlen nach lief es ja schlechter, jetzt nicht, zum Glück nicht extrem vernichten, viel schlechter, aber schon schlechter den Versenkungen nach. Aber auch viele der Untauchenschiffe sind erstmal angeschlagen. Nur eine Abteilung, ein Chor, ein paar MPP rausgenommen. U-Boot, ja, soweit so gut. Überlegen doch zumindest noch die Abteilung da zu lassen. Am Ende kommt er hier doch mit Landungsbooten. Er hat zwar ein bisschen ungewöhnlich, aber wer weiß. Und der Rest geht hier dann mal raus. Da kannst du nächstes Mal einen Gewaltmarsch machen. Bis dahin, ihr bleibt hier drüben stehen. Briten irgendwann ihre Artillerie hochziehen in Ägypten oder aufstellen. Dann wird es hier ja auch wieder stärker losgehen. Könnt natürlich schauen, ob man gegen die Abteilung nicht ein bisschen Stress macht, die ist ja auch unterversorgt. Jede britische Einheit hier müsste ja auch erstmal wieder rangebracht werden. Also hier, gut, wir hätten auch ein 2-2 auf dem Chor, wäre auch ein schöner Angriff, aber den kriegen wir vielleicht dann vernichtet. Also vielleicht eine Form von, ganz sicher nicht. Teurer geworden. Gut, aber eine britische Einheit hier raus. Eigentlich auch schon mal ganz nett. Jetzt aber nicht unbedingt nachziehen. Vielleicht später irgendwann. So, und hier oben. Na gut, 2-0 kann man aber durchaus mal machen. Hier mal ein wenig Glück gehabt. Und wenn wir euch durchtauschen, vielleicht kriegen wir den ja doch geschlagen. Nee, und 1-1 muss auch nicht sein, ihr haltet hier drüben erstmal einfach weiter. Weil vielleicht kann man hier noch durchrücken, den auch hier auf den Straßenpunkt holen. Wo er dann doch noch etwas besser versorgt wird. Du kannst dich da verschanzen. Ja, die Osmanen haben es rechts entspannt. Basra ist erobert. Das da steht stabil. Häfen besetzt, da... Das läuft. Okay, dieses U-Boot da drüben. Bringt den mal weg, damit das Bergwerk ein bisschen mehr macht. So, Österreich. Serbien. Olten. Und was weiß ich nicht alles. Da muss unbedingt jemand rein. Und hier hört es eng. Also eigentlich müssten beide Felder belegt werden. Und die haben ziemlich genau keine neue Einheit. Das kann ja heiter werden. Aber mit den Deutschen würde ich mich dann gerne hier in den Ort reinschießen.
Wir streben hier immer weiter reinzukommen und die Österreicher fangen dann nächstes Mal an und beschießen Belgrad. Teil auch nur noch Abteilungen in den zweiten Reihen. Bei 4 ist wohl das beste Startergebnis. Ja, kostet aber leider auch uns noch einen mehr. Okay, du kannst dann da rein. Ein einzelnes 2-3 auf einer Abteilung finde ich, lohnt sich dann auch nicht. Und das dann einfach den Schützengraben mal richtig rumdrehen. Und dann könnten wir hier weitermachen. Einem von den Gegnern du darfst da noch aufrücken. Und dich machen wir mal wieder fit. Ja. Österreich. Hier regelt man das. Oder wir leihen uns deutsche Truppen und werfen die notfalls in die Alpen. Also du willst leider alle 4 Punkte, um das Feld da zu erreichen. Vielleicht besser dich aufs Nachbarfeld zu bringen und du mauerst hier gegen den. Und du gehst da drüben rein. Das verbrät auch alle 4 Punkte, aber da steht ja schon ein Schützengraben, den du nutzen kannst. Und im Zweifel müssten wir hier irgendwie Einheiten einsparen, die in Italien mithelfen können. Er hat ja hier auch Reiter, also man muss auch Krakau besetzt halten, sonst wird das unangenehm. Das hier aus, ja, wir haben sogar schon Angriffschancen. Ganz nett ist, dann würde ich sagen, versuchen wir hier also drauf schießen und okay, wir können nicht viel drauf schießen. Ein Schuss. Das hier sind auch nicht mehr die stärksten Einheiten. Aber wenn wir die kriegen und das hier schon mal wieder etwas mehr wie eine Linie aussehen lassen können. Ja, das ist ja nicht schlecht. Die habt hier ein 2-1, wird es dann 2, dann 3. Ja, und hier haben wir Einheiten, wenn wir sonst auf jeden einmal drauf schießen und gucken, wie weit uns das bringt. Oder sonst erstmal auf einen. Macht auch Schaden. Ihr habt auch nicht mehr als 2-1. Wir hatten 3-1 Einleitung. Sollten, bevor hier irgendjemand angreift, auch nochmal die Unterstellung durchgehen. Weil der da zum Beispiel ist überhaupt nicht unterstellt. Also hier war jetzt natürlich schon dran. Vielleicht mal ein bisschen vereinheitlichen. Du hast dann mal die hier drüben. Meinetwegen du übernimmst die ganze Truppe von da. Du übernimmst die Truppe hier oben. Meinetwegen, soweit du noch Kapazitäten hast, die auch noch. Und du. Teilung. Beziehungsweise das 5er-Korps wird doch eh nicht kämpfen. Du nimmst die. Okay, dann hätte die auch ein 2-2 zum Anfang. Ja, und 3. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir noch auf den anderen. Und versuchen beide zu kriegen. Hier ein 2-3. Natürlich hier mit dem besten Wert. Aber ich glaube, du musst trotzdem auf den mithelfen, damit die Werte sich da schon mal verbessern. Und hier sind ja auch 4 gesunde Korps nacheinander auf den hauen können, während die hier eher angeschlagen sind. Also würde ich sagen, machst du den Angriff hier schon mal. Ja.
mal irgendwann was Besseres als ein 2-2 rausholen. Und sich hier schon vor dem Gegenangriff sorgen. Mal eben hier weiter. Nämlich lose daran, dass die Angriffe auf Warschau zuletzt sehr überdurchschnittlich sogar liefen. Da scheint mir das hier ja... Okay, nee, da waren jetzt auch ein paar überdurchschnittliche drin. Mal hin. Wohin haben wir? Wenn du jetzt aber noch drauf haust, auch unter eigentlich eine starke Einheit. Sonst geh du mal nach hinten. Du verbrätst aber alle Bewegungspunkte dahin. Reiter, okay, der Reiter lohnt sich nicht. Nebst, dass da ein kleiner Fluss ist. Du müsstest eigentlich stärker von dem Feld hier angreifen. Oder von oben. Weil der Schützengraben nicht ist, aber es kommt keiner von oben ran. Natürlich eigentlich geheilt werden und hast ja auch ein bisschen Erfahrung. Wenigstens eine Stufe wird man noch retten können. Hau du hast 8. Auch noch da rein, sonst hau du dazu. Ey, interessante Wendung der Ereignisse. Zum Beispiel auch daran und ich noch verschanzen. Mal eben sehen. Sonst du gehst dann nach hinten. Oder ihr tauscht euch doch einfach durch. Muss jetzt eigentlich schon wieder da rein. Nach Möglichkeit müsste die Artillerie auch noch irgendwo hin. Geht er wieder in seine alte Position. So, die ganz Schwachen möchte ich natürlich eigentlich gerne heilen. Dann haben wir hier noch einen Achter. Er ist sehr bewegungsfreudig. Machst du den platt. Okay. Soweit so gut. Inwiefern können wir dann die nächste Position erobern? Könntest du halt noch daran und dich verschanzen. Du bist natürlich nicht ganz topfit. Aber ich denke, es wäre schon einiges wert, wenn der Schützengraben richtig rumsteht. Du hast auch einen Gegner dann nur neben dir, der auch nicht ganz fit ist und nur eine Garnison. Und der Reiter könnte in das obere Feld und das schon mal richtig rum ausrichten. Hätten jetzt auch zusammen die Garnison schlagen können, aber eins nach dem anderen. Haben wir hier schon mal eine Verteidigungslinie und die Kanone kommt dann vor in die Festung und du... So, du hattest ja auch deinen Angriff, dann gehst du da rein, du gehst da rein. Du gehst da rein und dann können wir hier nächstes Mal weiter schießen und weitermachen. Bist du noch dahin? Na gut, du bleibst da stehen und dich machen wir noch wieder fit erst. Wenigstens eine gesunde Einheit und doch nochmal 2 Fantier-Korps raus. Geht doch so langsam voran. So, wie sieht es hier drüben aus? Keine wirklich überragenden Angriffe. Natürlich zum Teil auch einfach erstmal wieder etwas fitter machen. Hier meinetwegen noch den einen Stern verpassen. Dass wenigstens in der Armee hier und da ein wenig Erfahrung noch erhalten wird. Ja, ist da immer noch Italien. Not müssen wir von hier noch irgendwelche Truppen auftreiben, die das machen. 4 Geschosse auf eine Verschanzung von 4, aber der steht halt natürlich auch
Im Gebirge. Ja, und jetzt hätten wir die Chance, das Feld zu nehmen. Ist natürlich ein blödes Feld insofern, dass man drei Feinde direkt daran hat. Aber da ist zumindest ein Wald, der ein bisschen mitschützt. Und ein Fluss. Aber wenn der dahin geht, die Lücke da irgendwie füllen, was aber schon möglich wäre mit den richtigen Verschiebungen. Wahrscheinlich brauchen wir im Zweifel hier einen Greifer. Oder ich halte das einfach. Der hat ja auf dem Gebirge noch wahnsinnig zusätzliche Verteidigungswerte. Vielleicht alles auch nicht ganz das Wahre. Immer ein 2-2. Auch mal. Er hat auch nur ein 2-2 und man hat keine Garantie, dass die Angriffe danach wie viel besser werden. Kann man riskieren, das Feld zu nehmen? Wie sieht es denn aus mit Verstärkung? Dauert noch einen Moment. Artillerie dauert auch noch einen Moment. Forschung. 45 Punkte frei. Man könnte das Jagdflugzeug noch mehr priorisieren oder die Luftschiffentwicklung. Können wir die Luftschiffe noch weiterentwickeln? Eins haben wir ja da oben. Dem Upgrade kriegst du noch mehr Sichtweite See, das ist gut und nochmal zwei Felder. Dann könntest du einen noch besseren Seeaufklärer machen oder ein bisschen demoralisieren und Ressourcen etwas angreifen. Das klingt doch eigentlich ganz nett. Und mit noch mehr könntest du noch weiter fliegen. Kannst du dich hier immer ein bisschen schön umgucken. Ja, aber wenn ich hier nicht weiter angreifen. Die Frage, die Arti, wohin? Und was machen wir hier? Und so im Allgemeinen mit den Österreichern. Also wir könnten zwar auch auf dieses Feld schon vor, aber ich will das jetzt eigentlich nutzen, diese Einheit, um den nächsten in der Reihe durchtauschen zu können. Bis du auch schon mal dein Upgrade kriegst, dann haben es die meisten. Dich machen wir auch fit, dass du möglichst viel Werte hast. Für den Angriff auf Belgrad. Ich hoffe einfach ganz stark, dass die Überlegenheit eurer Waffen das schon hinkriegt. Gut, einer davon ist nur eine Abteilung. Du kannst viel Bereitschaft haben, die anderen jetzt auch nicht gerade. Ich meine, die Versorgung stimmt ja halbwegs. Wenn zur Not auch noch deutsche Geschosse dazu holen, aber wir haben halt die fünf österreichischen. Muss das einfach reichen, während dann unsere anderen Einheiten zwar hier eben sich immer weiter ins Land reinschießen. Sogar schon dahin. Aber der hat seinen Angriff nicht mehr, wodurch wir das Akku auch nicht bedrohen können. Haben die Deutschen die Infanteriewaffen demnächst? Man braucht noch ein bisschen. Ja, er stopft jetzt diese Lücke. Auch nebenbei keinerlei Angriffe. Du hast keine spannenden Angriffe. Und du solltest dich hier erstmal ganz dringend verschanzen. Na gut, wenn wir den treffen. Ah, leider ein bisschen teuer geworden, aber dann ist er auf jeden Fall erstmal schwach genug, dass er nicht viel anstellen kann. Ich machen wir fit. Da brauchen wir zwei Einheiten. Wollt ihr hier irgendwas rausnehmen? Droht er uns natürlich hier kräftig durchzulaufen. Wieso das Wahre sein kann.
Sonst würde ich sagen, nehmen wir zumindest schon mal diese Abteilung. Ne, im Prinzip beide Felder. Na, da überhaupt rein? Ich meine, er hat drei Aktionspunkte. Dahinter, das kostet plus zwei, also drei mit der Kontrollzone sind es vier. Ich glaube, er kann gar nicht auf das Feld. Aber in Bohne haben wir keine Kontrollzone. Also du gehst mal da rein. Aber auch wenn er vielleicht nicht rein kann, ist am Ende vertut man sich doch irgendwie. Oder er schlägt die Kontrollzone raus oder so ein Kram. Also da muss auch irgendwer hin. Aber die Österreicher, die noch hier sind, müssten eigentlich weiter tapfer diese Linie verteidigen. Soweit wie möglich. Und ihr müsst hier auf jeden Fall aufpassen. Brauchen wir auch, um da eine Kontrollzone zu haben, weil sonst läuft er uns irgendwann hier einfach durch. Es riecht sehr nach deutschen Verstärkungstruppen. Vielleicht der soll eigentlich den Ort da bewachen. Wir könnten ja sonst die Marineinfanteristen erstmal nehmen. Und du wirfst dich da tapfer dazwischen. Und du bewachst den Ort da gegen eine potenzielle Landung. Ich müsste man das hier und hier auch noch machen, aber den ersten Hafen dann schon mal gesichert ist ja ein Anfang. Theoretisch hätten wir dann auch Platz hier für die deutsche Artillerie. Da. Den mal zurückzuschießen. Aber dann haben wir wieder die Entente-Flotte am Hals, wenn wir das Feld wieder haben. Oder man macht hier hin und wieder einfach Aktionen, um Gegner mal rauszunehmen. Außer jetzt wird die gegnerische Artillerie auch irgendwann mal bereit sein. Schießen und dann stünde unsere da auch ein wenig gefährdet. Hat 270 Punkte in die Forschung investiert. 75. Und halt sei, dass eine Artilleriewaffe fertig war und der 125 in die nächste gesteckt hat. Ich jetzt einfach nicht genau sagen, wann die da bereit sind. Und ob das ein sicheres Feld ist. Hier so im Allgemeinen. Ja, und was machen wir mit dem Feld? Wie ist denn gerade so die Verluststatistik? An Chor haben die anderen, okay, noch ein paar mehr Kavalleristen raus. Aber sonst ganz klar bei der Entente mehr Verluste an Land. Vielleicht könnte man schon versuchen, sich hier auf diesem Feld festzusetzen. Mit Wald und so ein bisschen Fluss drumherum. Wie ich sie in den 7er dahin zu stellen, wäre jetzt nicht so ganz optimal. Gehst du dahin und du gehst erstmal dahin. Ja, und aufgrund der Verfügbarkeit hier von Reserveeinheiten wahrscheinlich schon besser, die Kanone hier in die Gegend zu bringen, aber überlegen eher. Okay, die Briten haben noch nicht den nächsten Grabenkrieg. Sonst bringen wir die hier irgendwo hin und schießen auf die Briten. Ich meine, man muss ja nicht zwangsweise vorrücken. Dann, wenn man gerade nicht so die Kräfte dafür hat, man kann ja auch einfach ein bisschen einfach nur Gegner rausnehmen. Im Feld hättest du hier alle Briten in Reichweite. Da müssen wir halt ein bisschen mit Durchtauschen arbeiten. Oder Truppverschiebung oder dergleichen. Gut, aber das ist natürlich ein potenzielles Feld, wo er vielleicht dran geht, weil er hier drei dran hat. Also wie ein Amir da drüben. Deswegen würde ich sagen, du gehst da rein. Sonst einen
Hinten und die AT kommt da drüben hin. Jäger können wir auch mal wieder heilen. Wahrscheinlich sehe ich hier auch ein bisschen als zweite Reihe Infanterie. Also, dass es auch hier und da Schützengräben gibt, falls er irgendwie durchkommt. Meinetwegen auch mal. Okay. Das wird irgendwie. Gehe ich stark von aus, hoffe es zumindest. Du einfach hier weiter und versenkst ein paar MPP. Ansonsten kehrt die Flotte zurück. Und die tauen sich hier aber ganz schön weit vor. Bitte, hier, er hat Minen gelegt. Oder hat ein U-Boot da? Habe ich auch schon ein paar Zerstörer verloren. Fällt auch noch mit ran. Ja, die haben hier nur einen von alles. Ihr gesunder Zerstörer kommt leider nicht ganz ran. Und kaputter Zerstörer. Ach, hier ist noch einer. Macht ein bisschen Schaden, aber setzt euch dann auch noch ein wenig ab. Und die anderen U-Boote möchte ich mir eben hier haben. Die auch so halbwegs gesund sind. Dann starten wir mit dem, was noch gesund ist an Schiffen. Expedition hier oben, das wieder mehr in Ordnung zu bringen. Mal schauen, nördlich hiervon ist es noch ruhig, oder? Nee, ganz im Norden ist vielleicht Stress. Guck du dir das an, die anderen fahren da ein bisschen rauf. Und dann sehen wir mal, wie das mit der Flotte weitergeht. So, ihr seid am Forschungslimit. Österreich. Ich finde, ihr bräuchtet aber auch so langsam mal eure zweite Artillerie, die halt wahnsinnig teuer ist. Dann spart meinetwegen jetzt auf die. Osman, ihr bräuchtet überhaupt mal irgendeine Artillerie. Habt die Spionage demnächst endlich mal. Andererseits braucht ihr auch Artillerie-Munition. So gut, komm, forscht das erstmal. Na gut, euer Grabenkrieg hängt noch ein bisschen hinterher, kümmert euch darum. Österreich spart auf eine Kanone. Womöglich geht das auch im nächsten Zug nicht durch, je nachdem wie viel was es so in den Grenzen gibt. Aber dann im Zug danach. Und wenn man mal unterwegs ist, alles gut weiter. Heißt, wir könnten sogar schauen. Also es wird Zeit für den Aufklärungsbomber, finde ich. Der wird jetzt schon mehrfach aufgeschoben. Und Anja auch gerne ein Jagdflugzeug, das dann mal im Osten mit aufpasst. Hier im Westen werden wir wahrscheinlich auch wenigstens eins benötigen. Ja, noch eine Notfallabteilung. Kann man eigentlich auch immer brauchen. Die sich im Zweifel einfach irgendwo noch mit dazu stellt. Da sollte man doch für irgendwas Besseres sparen. Edo-Boot, naja, der kann U-Boote. Hat sonst nicht viel und ist auch nicht gerade schnell. Dann nehmen wir erstmal noch eine Notfallabteilung, die man irgendwo dazwischen werfen kann. Weiß. Gut, und wir könnten hier ein U-Boot. Indem man erstmal auf 3 Ehe mit irgendwas noch vorbeikommt und da ein Zufallstreffer landet. Vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, aber gehen wir einfach auf Nummer sicher und hoffen, dass das so hält. Und im nächsten Zug können ja dann die Österreicher endlich auch mal mitmachen bei der Offensive hier gegen Serbien und hoffentlich Belgrad einnehmen. Ja, und ihr wahrscheinlich euch dann hier bei dem Chor durchwühlt. Aber man merkt schon,
Die Abteilung, die dichte gegnerische Abteilung an der Front nimmt zu. Der Erwin hat ja nun auch nicht gerade endlos viele Ressourcen. 9 Landeinheiten noch. 1, 2, 5, 6, 7, 8 und dann noch ein Hauptquartier. Also alle, die wir sehen. Dann kann man richtigen Kampfeinheiten sind auch da und wenn wir da durchbrechen, dann bricht der Laden bald zusammen. Gut, das Boot haben wir auch vertrieben. Wie war das eigentlich hier? Noch nicht viel gegen das U-Boot ausrichten. Hier noch ein U-Boot, aber naja, kannst eigentlich auch ruhig bleiben. Nicht viel vor mit der Flotte. Dann denke ich mal, können wir den Zug beenden. In Bulgarien reagiert langsam ein bisschen. Wenn wir Belgrad haben, reagieren die ja noch mehr. Infanteriewaffen 1, sehr gut. Luftkrieg, auch schön. Wenn Flugzeuge noch ein bisschen besser und ihr habt Spionage und Aufklärung 1 endlich mal fertig, kriegen wir auch endlich ein paar Spionageberichte. Soweit so gut. Punktzahlen weiterhin eigentlich ganz ordentlich. Okay, die russische Flotte scheint sich auch zurückgezogen zu haben. Naja, ist ja ganz nett, wenn die Punkte reinkommen. Naja, dann aber auch an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.